Hallo Mädels und Shopping Queen Fans. Also mich fragen ja auch viele meiner Freunde und Bekannte, wie war das? Wie lief das ab? Wie hast du dich beworben? Wie lange hat es gedauert? Ja, ich habe mich ganz normal beworben, wie jeder andere. Allerdings letzten Sommer. Es hat etwas länger gedauert, bis ich jetzt endlich aufgenommen oder ja, aufgenommen worden bin oder in Frage gekommen bin. Allerdings hat man mich mehrmals kontaktiert. Ich soll den Fragebogen ausfüllen, habe ich auch gemacht. Das war irgendwie 3, 4 Mal. Meine Unterlagen sind da irgendwie untergegangen, aber ich kam anscheinend von Anfang an in Frage. Und dann hat man mich telefonisch ebenfalls kontaktiert, um zu fragen, ob alles bleibt. Auch bei der Shoppingbegleitung hat sich was geändert. Ich habe jetzt eine Freundin mitgenommen, oder die werde ich mitnehmen. Und dann haben wir alles ausgefüllt, dann wurde ein Termin für ein Vorstellungscasting gemacht, auch ein kleines Video gedreht, es wurde der Produktion vorgestellt und ja, man hat mir gesagt, ja, lass uns ein bisschen Zeit und so. Am 20. wird es der Produktion vorgestellt und irgendwie 10 Tage später, spätestens erfährst du es. Und ich habe direkt am 20. Bescheid bekommen, dass ich dabei bin. Allerdings stand ich bei Netto an der Kasse und konnte nicht so schreien und mich freuen, wie ich eigentlich es wollte. Aber danach habe ich mich den ganzen Tag gefreut und das direkt gepostet bei Facebook und alle meine Freunde direkt bei WhatsApp angerufen und denen ins Telefon per Voicemail geschrien, ich bin dabei und so. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe auch Post von Shopping Queen bekommen. Ja, ist eigentlich ganz nett. Das ist irgendwie so ein zweifacher Vertrag dabei, dass man den ausfüllt, ein paar Regeln, die man befolgen muss. Vorab habe ich eine Shoppingliste erstellt, wo ich gerne shoppen möchte. Natürlich kann man nicht überall shoppen, wo man gerne will. Weil man braucht natürlich Drehgenehmigungen, was auch völlig legitim ist, kann ich auch verstehen, aber man soll halt auch die lokalen Läden, die kleinen Läden unterstützen. Ich bin sowieso dafür. Ich habe ja auch meine Seite bei Facebook übrigens, meine Lieblingsläden. Da mache ich auch immer Werbung für die kleinen Unternehmer und ich habe natürlich auch die Privatboutiquen hier aus Düsseldorf-Flingern auch angegeben. Klar, auch ein paar Läden in der Stadt, weil man kriegt da nicht alles hier leider. Ja, und die Drehtage, die sind dann vom 12. bis zum 17. Ich bin echt gespannt, wie das dann wird. Wahrscheinlich ganz anders, weil im Fernsehen sieht alles viel leichter und schöner aus. Es wird wahrscheinlich stressig, ja. Ich stand dort drin irgendwie von morgens bis abends freihalten. Und dass die anderen Mädels in der Zeit hier sein werden, in meiner Wohnung. Das Thema, ich habe keine Ahnung, welches Thema wir bekommen. Das erfahren wir am Montag. Ich weiß auch gar nicht, an welchem Tag ich shoppen gehen werde. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Und am 10. ist dann die Reise nach Berlin. Es ist schon alles organisiert. Ich muss halt nur Feedback geben, dass ich auch an den Termin kann. Und dann kann ich Guido kennenlernen. Da bin ich echt gespannt auf den. Ja, auf jeden Fall, so sieht's aus. So ist der, ja, der Gang. Es ist eine Menge Arbeit, Vorarbeit und ja, ich bin mal gespannt. An den 12. an den Sonntag wird noch ein Vorstellungsvideo von mir gedreht, wer ich bin, was ich mache, ja, was ich halt beruflich mache und da werdet ihr es halt ein bisschen sehen. Ja, in diesem Sinne, Mädels, ich bin sehr gespannt, wie das alles weitergehen wird und ich werde euch auf jeden Fall berichten, ne? Weil das ist, denke ich mal, immer spannend und zu erfahren, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht. Ich werde euch wahrscheinlich nicht alles hinter den Kulissen zeigen können, aber so ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern, soweit es geht, ne? Weil es sind ja Dinge, die soll man, ja, man soll ja nicht immer alles verraten, ne? Und den Glamour und Zauber und Glitzer wegnehmen. Ich will euch ja eure Träume ja nicht zerstören. Und ja, meine werden danach wahrscheinlich zerstört sein, aber naja, muss ich damit leben. Hauptsache, ich werde Shopping Queen. Bis dann in diesem Sinne. Tschüss, Mädels. Tschüss, Shopping Queens. Tschüss.